Konnichi! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Italia, tu fehlst uns, ci manchi! Was ganz Besonderes, was mir aus Italien fehlt, ist der spezielle Tiramisu, den mir meine Mutter immer zubereitet. Und zwar ist das ein Tiramisu mit Pistazien. Vielleicht kennt ihr das Rezept oder vielleicht hat schon mal jemand von euch dieses Rezept mal in der Hand gehabt. Wir werden das heute nachmachen, einfach genauso wie im Rezept. Die Zutaten: 3 Eier, Mascarpone, 2 Esslöffel Zucker, Kakao brauchen wir dazu, Löffel Biscuit. Und natürliche Kaffee, wir brauchen einen sehr leckeren Kaffee. Und dann könnt ihr so ein Gläschen von entweder Rum oder Amaretto. Amaretto ist der Klassiker. Ich mag es sehr, sehr gerne mit einem Gläschen Rum oder mit einem Gläschen Wodka. Geht auch. Ich wollte es noch beim nächsten Mal versuchen, was auch mit einem Gläschen Gin. Ich mache das heute ohne Alkohol, aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe einen Gast und einen Freund und ich weiß, der trinkt keinen Alkohol, deswegen lasse ich den mal einfach zur Seite und sage euch Cheers. Ich habe schon mal den Kaffee vorbereitet und dann fangen wir doch direkt an mit dem Trennen der Eier. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Ups. Ihr nehmt 2 weiße vom Ei und 3 Eigelb. Erst hat schon mal halbwegs gut geklappt. Zweite. Hurra, ich gratuliere. Zweiter hat auch ganz gut geklappt. Also, 2-mal Eiweiß und 3-mal Gelb. Perfekt. So, ich hätte ganz gerne noch... Genau. So, wir machen zuerst mit dem Schneebesen. Dann das Eiweiß schlagen wir fest. Perfekto. So soll es sein. So, jetzt tue ich noch den Zucker mit dem Eigelb vermischen und schlage das in der Creme. So, ihr seht auch schon ein bisschen, die Farbe verändert sich durch die Mischung mit dem Zucker. Und dann tue ich den Mascarpone rein. So, das Wichtigste, die Pistaziencreme. Ich verwende gerne, sehr gerne die hier ohne Palmöl. Und ich habe da seit kurzem habe ich mir so einen kleinen Löffel aus Olivenholz dazu gelegt, so ein Crepe-Löffel ist das und der ist zum Ausschaufeln von der Pistaziencreme ganz lecker. Ich sage immer, 180 Gramm von der Creme reichen vollkommen aus. Das hat einen folgenden Hintergrund: Das Gläschen ist nämlich 200 Gramm groß und mit den 20 Gramm, die übrig bleiben, freue ich mich halt einfach morgen immer zum Frühstück, entweder zu den Hörnchen oder zu einfach aufs Brot. So, lecker. Könnt natürlich auch gerne reinbeißen. So, und dann schön langsam erstmal untereinander vermischen. Thank you.
war's auch schon. Fast. Ich mische das nur mal nochmal per Hand zusammen. Ein bisschen Handarbeit muss ja auch sein. Boah, das riecht schon nach Pistazien. Fast wie in Sizilien. Dann mische ich das Weiße von Ei, das geschlagene Weiße von Ei einfach drunter. Einfach drunter heben. Das geht am besten per Hand. So, also wie ihr seht, das meiste ist schon geschafft. Ich denke, haben wir uns so ein kleines Schlückchen von dem Rose di Rose schon verdient. Jetzt legen wir die Blätterbiskuit ein in so einer Form. Ich mache das immer mit so einem flachen Teller. Ihr könnt aber auch die Löffelbiskuits einlegen in die Form und dann mit einem Pinsel drüber pinseln. Das geht auch. Hat ein bisschen immer mit der Menge vom Kaffee zu tun. Ich würde es einfach schnell machen und nicht zu sehr einweichen lassen. Das finde ich immer wichtig, weil das weicht dann sowieso noch etwas von selbst ein. Und es ist halt einfach wichtig, dass der Tiramisu am Ende nicht so matschig wird. Deswegen immer ganz, ganz schnell die Löffelbiskuit in den Kaffee einweichen. Ich denke, die Form müsste für 2 Personen reichen. Das Rezept ist für 4 Personen, 4 bis 6 Personen. Allerdings könnt ihr natürlich auch, wenn ihr die Zutaten verdoppelt, könnt ihr das auch für eine größere Anzahl von Freunden und Bekannten machen. Wichtig dabei ist, ihr verdoppelt den Mascarpone und die Pistaziencreme, aber nicht die Eier. Ein bisschen mit den Weißen, das Weiße vom Eis, ja. Achso, jetzt stopp, das war's. Jetzt kommt erstmal eine Reihe von der Creme. Die Creme überall schön verteilen. Und dann geht's weiter. Genau, zuvor solltet ihr ja noch den Rum oder den Alkohol mit dazu beimischen. Ich mische ihn immer zum Kaffee mit dazu. Aber wie gesagt, heute habe ich Gäste und Freunde, die kein Alkohol trinken. Deswegen machen wir das auch alkoholfrei. Auch für Kinder, ganz gut geeignet. So, jetzt nochmal die Creme. Boah, das duftet schon so nach grünen Pistazien. Und einmal schön auf die Oberfläche verteilen. So, das war's. Fast. Fast. Jetzt kommt noch der Kakao oben drauf. Ich mache das bei dem Pistazien-Tiramisu. Mache ich das nicht mit so viel Kakao, sondern mit etwas weniger. Weil dadurch ist der wahnsinnig leicht. Also was mich bei dem normalen Tiramisu immer stört, ist, dass du nach der dritten Scheibe einfach den Magen voll hast. Ja, das ist dann einfach viel zu viel. Du wirst dann für die nächsten 2 Wochen wirst du kein Tiramisu sehen. Allerdings bei dem hier, bei den Pistazien-Tiramisu, denkst du nach der dritten Scheibe oder nach der dritten Portion, jo, noch ein Stückchen könnte sein. Also du wirst davon nicht satt. Das ist so das Schöne bei diesem Pistaziencreme-Tiramisu. Und jetzt kommt noch eine ganz kleine Feinheit. Und zwar nehmen wir ein paar von den Pistazien und zerhacken diese. Ich nehme da immer so einen Mörser. Das ist am einfachsten. Geht schnell. Ja, ab und zu schneidet man das eine oder andere Teil raus. Aber aus dem harten Olivenholz. Dann ein kleiner
Kniff dazu ist, ich tue da noch ein paar Mandeln oben drauf. Und zwar sind das diese Mandeln, diese Biomandeln aus Sizilien. Die kommen auch aus meiner Heimat, aus meinem Heimatdorf, wo meine Eltern wohnen. Die zerhacke ich auch noch. Das ist jetzt sozusagen ein kleines Geheimnis nur für diejenigen, die das Video schauen. Auf dem Rezept ist es nicht drauf. So, und dann einfach auf den zuletzt gestreuten Kakao nochmal drüber streuen. Na ganz. Das war's. Finito. Wir lassen den jetzt im Kühlschrank. Ich würde ihn mindestens 2 bis 4 Stunden ruhen lassen. Aus einem ganz einfachen Grund. Dadurch setzt sich das Ganze und man genießt ihn auch kalt. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ich konnte euch einen weiteren kleinen Tipp geben, wie es einfach ist, authentisch und originell italienische Rezepte zu machen. Und ich schwöre euch und ich verspreche euch, damit schmeißt ihr jeden Besuch in die Schale. Bleibt gespannt auf die nächsten Video. Eins hätten wir erledigt. Pistazien, Tiramisu. Und ja, ich freue mich, viel Spaß beim Nachmachen. Gebt mir gerne Feedback. Ich freue mich auf eure Kommentare und freut euch auf die nächsten Rezepte, die bald kommen werden. Ciao! Arrivederci! Ciao! Ciao! Salute!